Breakfast Club, der Frühstücksclub 1985, ist ein Klassiker unter der Regie von John Hughes, der die Geschichte einer Gruppe von Highschool-Schülern erzählt, die am Wochenende nachsitzen müssen. Der Film wurde zu einem Kultklassiker der 80er Jahre und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern. Lassen Sie uns die Hauptdarsteller des Films betrachten und sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Nummer 1. Molly Ringwald als Claire Standish. Geboren 1968 und war 17 Jahre alt, als sie im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte sie ihre erfolgreiche Schauspielkarriere fort und trat in vielen Filmen und Fernsehshows auf. Heute ist sie 56 Jahre alt und immer noch im Showbusiness tätig. Nummer 2. Emilio Estevez als Andrew Clark. Geboren 1962 und war 23 Jahre alt, als er im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte er seine Karriere als Schauspieler und Regisseur fort. Heute ist er 62 Jahre alt und immer noch in vielen Filmprojekten aktiv. Nummer 3. Judd Nelson als John Bender. Geboren 1959 und war 26 Jahre alt, als er im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte er seine Schauspielkarriere fort und trat in vielen Filmen und Fernsehshows auf. Heute ist er 64 Jahre alt und immer noch im Showbusiness tätig. Nummer 4. Ally Sheedy als Allison Reynolds. Geboren 1962 und war 23 Jahre alt, als sie im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte sie ihre Schauspielkarriere fort und schrieb Bücher. Heute ist sie 62 Jahre alt und immer noch im Showbusiness tätig. Nummer 5. Anthony Michael Hall als Brian Johnson. Geboren 1968 und war 17 Jahre alt, als er im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte er seine Karriere als Schauspieler und Filmproduzent fort. Heute ist er 56 Jahre alt und immer noch in der Unterhaltungsbranche aktiv. Nummer 6. Paul Gleason als Richard Vernon. Geboren 1939 und war 46 Jahre alt, als er im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte er seine Schauspielkarriere fort, bis er 2006 im Alter von 67 Jahren verstarb. Nummer 7. John Capillos als Carl Reed. Geboren 1956 und war 29 Jahre alt, als er im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte er seine Schauspielkarriere fort und trat in vielen Filmen und Fernsehshows auf. Heute ist er 68 Jahre alt und immer noch im Showbusiness tätig. Nummer 8. Ron Dean als Mr. Clark, Andrews Vater. Geboren 1938 und war 47 Jahre alt, als er im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte er seine Schauspielkarriere fort. Heute ist er 86 Jahre alt und immer noch im Showbusiness tätig. Nummer 9. Perry Crawford als Brians Mutter. Geboren 1949 und war 36 Jahre alt, als sie im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte sie ihre Schauspielkarriere fort und trat in vielen Filmen und Fernsehshows auf. Heute ist sie 75 Jahre alt. Nummer 10. Mary Christian als Brians Schwester. Geboren 1969 und war 16 Jahre alt, als sie im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte sie ihre Schauspielkarriere fort, trat aber später weniger in der Unterhaltungsbranche auf. Heute ist sie 54 Jahre alt. Nummer 11. Tim Gamble als Claires Vater. Geboren 1948
und war 37 Jahre alt, als er im Film mitspielte. Nach Breakfast Club, der Frühstücksclub, setzte er seine Karriere als Schauspieler und Filmproduzent fort. Heute ist er 76 Jahre alt. Breakfast Club. Der Frühstücksclub brachte viele Erinnerungen und Erfolge für die Schauspieler. Viele von ihnen sind weiterhin im Showbusiness tätig und hinterlassen ihre Spuren in der internationalen Unterhaltungsbranche.